Hallo und herzlich willkommen. Und heute spiele ich einen PvT, also Protoss gegen Terra, und versuche einen 3 Base Opening. Zurzeit hat es relativ gut hin bei mir bei Protoss. Soweit er spielt es auch in Diamant und so, und gute Gewinnquote eigentlich. Okay, wir setzen dann ganz normal wie bei Protoss bei 9 Pylonen. Dann gehen wir mit der Probe scouten, mit der dann der Pylon gesetzt wird. Wie ihr jetzt seht. Damit wir ungefähr wissen, was der Gegner macht. Dann immer weiter Probes produzieren. Also Werk halt. Bei 13 dürften wir dann das erste Gate setzen. Und wenn wir halt das Gate gesetzt haben, produzieren wir bis zu 17 Supply. Laute Worker und setzen immer den Krone Boost drauf. Derweil können wir mit dem Worker scouten gehen in der gegnerischen Base. Wenn wir dann 17 Supply haben, rennen wir mit der Probe runter und bauen dann eine Nexus. Inzwischen immer weiter scouten. Falls der Gegner 2 Barracks oder 3 Barracks spielt, bleiben wir auf 2 Base und probieren es durch 3 oder 4 Gates aufzuhalten, den Push. Aber wie ihr seht, der Gegner baut selber seine zweite Base, also können wir auch noch die dritte setzen. Und die versuchen wir so gut zu verstecken, dass der Gegner sie nicht sieht und meint, dass wir auch selber auf 2 Bases spielen. Derweil wird leider mein Probe gekillt. Inzwischen haben wir einen Pylon gesetzt und einen Assimilator. Den Assimilator baue ich darum, dass ich dann den Kybernetik-Kern bauen kann und dann einen Stalker und dann also die Warp-Gate-Technologie erforsche. Nun, wie wir sehen, setze ich bei so 4,25 die dritte Base. Den Stalker brauchen wir dann, falls sie mit Marine einen Push machen. Und immer weiter Worker produzieren. Entweder wenn wir merken, dass ein früher Push kommt, machen wir derweil einen Sealot oder ein oder zwei. Sonst warten wir, bauen dann den Stalker draus, wenn der Kybernetiker fertig ist. Sonst immer wieder Worker weiterbauen und Chrono Boost verwenden. Wie ihr seht, baue ich gerade den ersten Stalker und erforsche gerade die Warp-Gate-Technologie und setze sofort den Chrono-Boost drauf. Wie wir sehen, wird dann auch gleich die dritte Base fertig. Besten ist auch immer, wenn wir mit der Probe oder wenn wir einen Sealot haben oder Stalker, das ist egal, sofort immer die Watchtower einnehmen, falls der Terra den Push macht. Und halt aus allen drei Nexusen nur Worker produzieren. Wie ihr seht, solange der Gegner keinen Push macht,
Für Wall habe ich 2 Stalker und die reichen eigentlich aus. Und eine Push brauche ich nicht machen, wenn ich 3 Base habe. Inzwischen mache ich weitere Gates. Ein bisschen zu spät, die Technologie wird früher fertig. Das könnte ich schneller warpen, aber. Aber wie ihr auch seht, liege ich ekotechnisch weit vor ihm. Also 400 Minerals so. Und immer halt schön fleißig weiter produzieren. Man muss halt, wie gesagt, am Anfang achten, wenn man sieht, dass der Gegner keine zweite Base nimmt, dass man auf 2 Bases bleibt, sonst, das weiß ich aus Erfahrung, dass man verliert hat. Da habe ich halt immer die Probes, das mache ich so, keine Ahnung, können auch andere so spielen, dass ich immer die Sicht habe, weil derweil habe ich noch keinen Observer und dass ich weiß, wenn die ein Go machen. Da setze ich auch die Pylons hin, dass ich auch alle Sicht habe, falls sie kommen würden und mache dann auch die Schmiede für die Upgrades. Könnte man früher setzen, wenn man will. Sollte man uns ab jetzt heißt eigentlich nur warpen. Hätte man versucht durch Hitze, da der Terra noch keine Midivex oder Stimpack hat. Ah, Stim hatte doch schon. Aber dann versuchst halt mit Silos und mit Sentries den Gegner abzuwehren. Wie man sieht, habe zum Beispiel ich 57 Worker und er nur 38. Und ab jetzt, wenn man die 3 Böse stehen hat, fleißig produziert, 2000, immer mehr Gates setzen, die Upgrades machen. Und halt immer wieder die Sicht haben über Watch Tower oder Observers bauen. Man könnte, wenn man will, ein Warp Prisma bauen dazu. Das habe ich leider nicht getan, dass du immer wieder in die gegnerische Base reinwurbst. Wenn man will. Man kann auch versuchen, dass man nur mit Stalker den ersten Push ist. Bis 11 Minuten eben so nur durch Blinkstalker abwehrt. Dürfte man fast keine verlieren, wenn man spielen kann. Also wie man sieht, wenn man bei der Taktik durchhält, so bis 12 Minuten, da kannst du immer genügend Units warpen und so. Und wenn du das schaffst, hast du ekotechnisch einen riesen Vorteil. Natürlich kann man auch eine zweite Schmiede nehmen und man kann auch natürlich Kolosse bauen, das ich in diesem Game nicht getan habe. Seit neuestem spiele ich keine Kolosse mehr, sondern nehme nur mehr High Templar, Archon, Berserker und Stalker. Weil die meisten Terra machen dann Mass Viking und meiner Ansicht nach nicht sehr viel Sinn. Ja, Blinke forschen, immer weiter Upgrades. Die Sammler auch schon fast alle auf Max. Oder sogar auf Max. Du kannst eigentlich jetzt sogar schon eine vierte nehmen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich eine vierte genommen habe. Du kannst auch natürlich versuchen, dort Pylons hinsetzen und so. Oder durch Warprisma den Gegner
zum Beispiel da rein warpen, da, dass du ihn stresst und so weiter. Oder dass du halt da oben rein warpst, dann rennt der Gegner halt bei der Rampe rauf und du kannst dir mal eine Base zerstören oder noch. Ja. Wie ihr seht, erforsche ich auch gerade Storms. Wichtig, wenn ich keine Kolosse spiele, aber in dem Game habe ich nicht gewusst, dass er fast keine Wahl gibt. Und das war jetzt mein Fehler. Ich hatte nicht gesehen, dass eine Armee kommt und mir meine Base zerstört. Normalerweise passiert mir das nicht, aber in diesem Fall habe ich es sehr übersehen. Könnte man nämlich die Chronobus verwenden. Eine Pylon habe ich vorhin. Die vierte Base gesetzt. Da setze ich dann auch gleich die nächste wieder hin, weil da habe ich eh noch genügend Bros. Die Armee ziemlich zerstört. Also die blöden Medivacs rennen immer, fliegen immer davon. Aber ab da ist leichtes Spiel. Fertig. Also den Pylon fahren und dann musst du halt die Force Fields oder halt, du kannst auch beide spielen, mit den Storms halt immer gezielt. Am besten ist es, wenn man die Storms ein bisschen hinter die Einheiten schickt. Weil wenn die zurückrennen, erwischen die noch genauso viel. Oder wenn die vorn stehen. Am besten ist es, wenn man die High Templar best nicht alle auf einem Fleck in seiner Armee hat, sondern verteilt und eher nach vorne, dass man gleich die Storms setzen kann. Und dass, wenn sie EMP haben, Terra, dass sie nicht gleich deine ganze Energie wegnehmen. Und wie ihr seht, bei so vielen Gates hat eigentlich der Gegner fast keine Chance mehr, wenn ich dann wieder in meine Base reinwarp. Aber in diesem Fall war mir eigentlich richtig egal, was der Gegner in meiner Base macht, da ich so eine große Armee hatte und einfach den Gegner überrannt habe. Sonst kann ich erst 12 Units warpen oder so. Blankstalker, ganz leicht eigentlich. Dann setzt du die Pylons hin, baust wieder Templar-Archiv auf, hast wieder deine vier Basen, du kannst noch Sonden bauen. Wie ihr seht, bin ich ekotechnisch wieder weiter vorne. Ja, und ist eigentlich leichtes Spiel. Da habe ich ein bisschen vertan, dass ich nur mit der Silo 2 gerannt bin. Das hielt mir eigentlich nicht. Und dann rennst du mit den High Templars vorne und setzt einfach die Force Fields drauf. Das reicht dann eigentlich. Dann kannst du auch noch mit deiner Sentry die Rampe mit einem Force Field blockieren, aber in meinem Fall hatte das keinen Sinn mehr. Wenn man zum Beispiel gegen Zerg spielt, kannst du das keine weiteren Units oder auch bei Terra, egal bei welchen Gegner, dass sie einfach nicht runterkommen, dass du seine restlichen Basen zerstören kannst. Okay, das war jetzt das Game. Ich hoffe, ihr habt das gelernt.